Ich habe gar nicht stetig. Willkommen zu einer ersten Folge von Masterbilder. Mit dabei ist der gute Revi. Hallo Revi. Guten Abend, meine Ich habe mich an dieses wunderschöne Projekt herangeführt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich die Folge bei ihm auf dem Kanal gucken. Der steht unten in der Videobeschreibung. Und geile Affentitel und geile Schlampe. So. Und wir müssen an dieser Stelle jetzt rechts mit einem Begriff angesetzt. Wir müssen den bauen und am Ende wird bewertet, wer es am geilsten umgesetzt hat. Ein Hasen. Ja. Nice, Bram. Das gucke ich mir auf jeden Fall bei dir gerne mal an. So. Brown Wool. Alles klar. So, wir haben dafür jetzt 5 Minuten Zeit. Boah, Alter, das werde ich. Ein Hase ist echt schwer, Mann. Also ein Hase ist schon krass schwer, finde ich. Ja, finde ich jetzt auch nicht so simpel. Alter, also sowas, alles, was so in die Richtung so Organics geht, so quasi so Tiere und sowas oder so ganze Früchte, Alter, bin ich sowas von raus, Mann. Da haut's mich direkt weg. Aber ja, man muss halt sein Bestes versuchen, ne? Anders geht's ja nicht. Lass dich aber bei mir, muss ich ganz sagen, also für dafür, dass es das erste Mal ist, also ich habe schon mit Leuten gespielt, die haben es deutlich beschissener gemacht, ne? Wenn ich mal ehrlich bin, so. Also es war tatsächlich mehr als nur akzeptabel, lieber Bram. Das darf man an dieser Stelle mal ruhig erwähnen. Das ist aber süß. Ja, kann man auch mal sagen, ne? So. Oh Junge, fucking Hasen. Wie sieht dein Hase aus bei dir? Welche Farbe hat der? Also bei mir hat er gerade braun, aber der kriegt nicht nur braun. Das ist schon mal kreativ, wenn man verschiedene Farben nutzt, das ist ganz gut. Hat so ein Hase mehr so einen dicken Bauch oder so einen dünnen? Oh, ich weiß nicht. Ich würde eher sagen. Eher so einen dünnen, dicken? Ich weiß es nicht, Alter, deshalb frage ich hier. Boah, echt eine gute Frage. Frag mich nicht so was Schweres, hast du keine leichte Frage? Schreibt es mal in die Kommentare, was für einen Bauch hat ein Hase. So, boah, Alter. Also jetzt habe ich gerade richtig Stress in der Backen. Ich hab mich super verbaut mit den Dimensionen. Ding ist halt auch, was hier mal richtig krass ist, halt die Zeit, die gegen einen arbeitet, ne? Ja, die das kann dich am Ende komplett zerficken, Mann. Da machst du nichts mehr, Alter. Und es ist schon so oft passiert, dass du denkst, so, yo, das ist mega nice, das zerbombt jetzt einfach alles andere. Und dann hast du sowas gebaut und denkst du so, hey, krass, du wirst gar nicht fertig. Das sieht sehr aus wie so eine Spinne. Wie eine Spinne? Was machst du denn da, Junge? Ja, Moment doch. So. So, 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 so. Jetzt brauche ich einmal weiße Wolle. Ja, ich hätte gerne einmal da weiße Wolle. So. Finde ich auf jeden Fall hart interessant, Mann. So ein Spinnenhase. Warum nicht? Ne? Kann man ja moken. Na. Du wirkst nicht so hart zufrieden, oder? Boah, noch nicht so ganz, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, guck mal. So, mein Hase sieht halt aus wie ein Zombie irgendwie. Quasi die Schenkel, die so rausgucken, der sitzt dann da so. So, und jetzt muss ich noch das Hasenköpfchen irgendwie hinkriegen. So, bumm, bumm. Oh Junge, baue ich hier eine Mizzet, Alter, das ist nicht normal. Ey, normalerweise baue ich das, ich spiele das echt gerne und bin auch der Meinung, dass ich halbwegs anständig bauen kann, aber das hier, Junge. Ne, Bram, ne. Ich quitte gleich, Alter. Nee, ich sag's nicht, dir, ja? Ich sag's dir, Mann, das ist so hässlich, Mann. 2 Minuten noch. Oh Gott, ey, Alter, du wirst gleich Lachkraft des Todes kriegen, ich werd mich so blamieren. Warte mal, bis du meins siehst, Junge, warte bitte ab, Alter. Call mal jetzt hier nichts, warte einfach ab. Boah, scheiße, ey. So. Hat ein Hase nicht immer weiße Augen? Nee, rote Augen haben die, ne? Ich weiß das gerade, ich sag gar nicht. So, so. Jo, nice. Auf jeden Fall ein mongoloider Hase, den ich hier gebaut habe. Ist stark. Boah, ich find's auch grad so. Ich kann mich kaum konzentrieren, weil ich mich selbst so abfacke gerade. Boah, scheiße, Alter. 1,5 Minuten nur noch. 1:20 meine ich. Boah, Revi. Ich wollte einen absoluten Grüppelhasen. Digga, tut mir leid, das ist bei mir genau das gleiche, Alter. 1 Minute nur noch. Scheiße. Echt so schlimm? Ich hab die Hasen missgebohrt einfach. Scheiße, Alter, was hab ich hier gebaut? So. 3 Sekunden noch. Hier, komm. Ja, Bam. Krieg noch. Da, 2 Äuglein. So, schnell noch irgendwie einen Rahmen drumherum bauen. So, so. Nein, meinst nicht runterfallen. Meinst du ein richtiger Krüppel, Mann? Ich mach mir jetzt hier noch Sabber hin.
So. So, 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 ein Puschelschwänzchen. Ah, Puschelschwänzchen, gut, dass du sagst, danke. Oh Gott. Oh, 5 Sekunden noch! Nein, Moment, das muss weg, das muss. Nein, Time ist noch nicht ab! Nein, wie aussieht! Junge, meiner ist auch richtig scheiße geworden, Alter. Meiner ist richtig kacke. Was? Brammen? Das war nicht du, nein, oder? Das ist nicht meins, aber das kriegt ein My Ass am Reading. Ja, definitiv. Wobei die Schnauze schon ganz cool geworden ist. Hey, das ist eine richtige Fake-Horror, finde ich hässlich. Da sind so Katzglatz gemacht. Der hat's richtig reingeschissen, der Junge. Oh, was ist das denn? Guck mal, das ist einfach so ein. Was steht da? I'm a Cyber Bunny. Raid me, wow, this is great or death. Ja, okay. My Ass are bleeding, Alter. Tut mir leid. Ja, auch dämliche Mizzet, Junge. Auf keinen Fall. Ah, guck da, es explodiert sogar, wenn es zu hässlich ist. Boah, nice. Das war geil. Was zur Hölle? Also hier, das ist der Hasenkopf. Das kann ich erkennen, wenigstens. Immerhin. Ja, wenn er so ein bisschen Blut daran gemacht hätte, hätte man halt erkennen können, dass der so abgeschlagen worden ist. Aber oder so. Kriegt von mir zumindest ein It's okay. Ja, habe ich ihm auch gegeben. Mhm. Das ist halt schon so, man kann erkennen, in welche Richtung es gehen soll. Ja, auf jeden Fall, es soll auf jeden Fall ein Tier darstellen. Alter. Och, yo, wie krank ist das denn, Alter? Wie gut ist das denn bitte? Ja, das, okay, wobei. Von vorne, ich geb dem jetzt mal ein Gut. Der kriegt von mir ein Amazing. Echt? Ich geb dem ein Gut. Ich hab sofort erkannt, was das sein soll. Ohne, dass ich hätte den Begriff sehen müssen. Ich finde, es ist ein Elch. Es hat so Elch-Ohren. Okay, das ist niedlich, guck mal. Das ist süß. Aber das ist auch noch nicht ganz fertig. Deswegen ist irgendwie gruselig, Mann. Ist okay. Das sieht ein bisschen so kuppelmäßig aus, weil die Augen so komisch an der Seite sind. Naja, das ist auf jeden Fall. Wie so ein Zombie, ey. Vor allem, wieso hat der Sachen so lange gebaut, der Junge? Wie kann man 5 Minuten damit verschwenden? Vielleicht hat er es nochmal verworfen oder so. Oh. War nicht schlecht. Der ist in Ordnung. Ich gebe dem auch mal ein It's okay. Der kann sogar von beiden Seiten erkennen. Ich gebe dem sogar ein Gut. Ah, ein Gut gebe ich dem auch. Man kann auf jeden Fall erkennen, wo du gehen soll. Der liebe Joleth. Not bad, not bad. Okay, nice. Was zur Hölle, Bram? Das war's nicht du. Ich geb dir mal ein Wow, everything is awesome aus Mitleid. Ich weiß, dass du es warst, oder? Du warst das. Ja. Junge, was ist das? Töte es mit Feuer, Alter. Boah, guck mal, der ist doch mal übertrieben nice, oder? Der ist mega geil. Der kriegt von mir ein Wow, everything is awesome. Echt? Ja, den finde ich richtig auch gut. Ich meine, die Arme sind okay, die Arme sind ein bisschen zu kurz, aber. Ja, Alter, guck mal. Nice, Mann. Hast du mich gebaitet, aber ist okay. Alter, was ist das denn? Das ist die Cyberhure vor dem Herrn. Die Cyberhure, Alter. Ja, der gibt von mir mal so ein Mäh. Man kann auf jeden Fall erkennen, dass es ein Tier ist, aber halt. Ja, aber dann ist es das halt auch. Es könnte aber eine überfahrene Katze sein, so. Ja, zersprengt, Junge, für Hässlichkeit. Ja, das ist, okay, innovativ. Ja, mit dem Zylinder und so. Aber mehr so Zauberei, weißt du? Ja, kriegt von mir trotzdem noch ein Gut. Ja, gebe ich dem auch. Kriegt von mir ein Gut. Nice. Schild. Moment, da steht ein Schild. Was steht denn da drauf? Made in China. Das ist ja lustig, Jakob Riech. Mensch, du hast ja Humor. Das ist geil. Guck mal, Junge, das ist so ein Brot mit Beinen. Ja, ich erkenne halt die Hinterschenkel und die Vorderbeine, aber deshalb. Ja, aber nur weil du weißt, dass es halt ein Hase sein werden sollte. Das stimmt. Wenn ich es nicht wüsste, dann wüsste ich. Boah. Ja, ich hätte einfach gesagt. So guck mal, selbst meiner ist nicht explodiert. Ja, der war auch nicht so scheiße. Guck, der hat auch sowas gebaut. Den finde ich sogar der ganz süß. Der kriegt von mir Augen gut. Ne, dann gebe ich ihn meh. Ne, it's okay, weil die Ohren nicht so schlecht sind. Aber so von vorne sieht das aus, als hätte man dem Gesicht geboxt. Aber guck mal, Kacknoob. Auf jeden Fall ist er das. Aber du bist auf jeden Fall schon mal nicht letzter, Mann. Weil die anderen beiden sind explodiert und du nicht. Stimmt, da sind welche explodiert. Also auf jeden Fall schon mal ein gutes Indiz. Yo, er hat gewonnen, aber mit 2 von 5 Punkten. Ich bin Zweiter, nice. Du bist Zweiter geworden. Ich bin tatsächlich Fünfter geworden. Boah, das war auf jeden Fall eine richtig geile Runde. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank bei Revi natürlich fürs dabei sein. Lieben gerne. Das war eine ziemlich coole Erfahrung, das Spiel mal gespielt zu haben. Und wie gesagt, guckt bei Revi vorbei, wenn ihr noch seine Folge sehen wollt. Der hat einfach noch ein paar mehr gemacht. Mal gucken, ob wir das jetzt ein bisschen abgucken. Dann haut rein, Digga, ein Stückchen. Gönnt euch, macht's gut, ne? Haut rein, tschüss.